So, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Soda Dungeon. Es geht weiter. Wir haben beim letzten Mal, den kann ich auch noch anhören, den Dings kann ich auch anhören, den Gladiator werden wir uns anheuern für 225 Gold. Nein, geht nicht. Müsste ich mir für extra Echtgeld kaufen. Und er kriegt den Gladius. Ist das ein fucking Ernst, Alter? Ist das dumm? Okay, also die kann man nur anheuern, wenn man echt Geld bezahlt. Das ist wahrscheinlich bei ihm genauso. Ich möchte ihn jetzt nicht kaufen, weil ich möchte ihn nicht. Immunstatus-Effekte 40, 20, 20. Na, ja, auch da. Also überall müsste man 140 Damage. Überall müsste man diese Essenzen freischalten oder besorgen. Okay. Dann brauche ich hier den Fighter. Der wird angeheuert. Dann kommen meinetwegen die anderen noch mit dazu. 128, 6. Wenn wir mal ganz kurz das hier nochmal aufrüsten. 30% weniger kostet es. Die Kitchen. 2% Startboost. Arcane Power. Und die können auch zwei Items tragen, ne? Der kann nur eins. Genau, hier ist nämlich ein Slot. Ja, dann ist es schon sinnvoll, die mitzunehmen. So, hier wird aber getauscht. Und er wird als Ninja ausgebildet. Da siehst du schon gar keine Schrift. Hier ist auch keine Schrift, hier ist Ankommen, also ungewöhnlich. Da das Ding mir Schaden runter macht. Also ich kriege 10 Schaden dazu. Das Heldenschwert 15 Schaden oder halt den Assassinendagger. Ich möchte jetzt schon ganz gerne ausweichen können. Und das, diese Waffe, die er hat, das hat nur 13% Kitchance für 70% Damage, den hast du halt. Zack. Hier nochmal Damage weniger, das möchte ich auch nicht. Was hat das Ding für einen Effekt? Gar keinen. 40 HP, also brauche ich nicht. Shark Shard. Und wir haben hier auch noch Lampen. Hält 15 Boost und Magic Attacks. Er soll das Heldenblut bekommen. Das können wir mal removen. Der Conjurer kriegt keine Damage Reduction. Definitiv nicht. Er kriegt einen Feuer Gem und er hat das ganze Heldenblut hier. Gib mal her, Mann. Ist doch nicht so gut, die automatisch ausrüsten zu lassen. Das ist wirklich ungünstig. Was ist denn Ninja-Suit? Der fehlt hier noch. Geh mal weg hier. Haben wir ja gewusst, irgendwo fehlt doch noch irgendwas. Feuer-Gem. Ich brauche nicht so viel Mana. Jetzt brauche ich nicht so viel Mana. Jetzt habe ich ja keinen, der extra nur Mana macht. Feuer-Gem Heilung. Feuer-Gem. Ah, siehst du, das da oben wollte ich ihm geben. Das mit dem HP generieren. Plus 2 HP pro Runde. Lohnt sich das? Nee, es ist, glaube ich, besser, wenn man immun gegen Status-Effekte ist. Hier sind wir bei einem Magier, der als Viertes drankommt. Plus 10% Damage Reduction, immun gegen Status-Effekte. Das sollte ich auf jeden Fall auch noch Leuten geben. Der Conjurer, der ist. Diese Rüstung finde ich behindert, ganz ehrlich. Der gibt mir 10 Damage weniger, kannst du knicken, ey. Ich mag diese Rüstung nicht. Die kommt auf jeden Fall irgendwann weg. Das Dämonenschild ist eigentlich genauso uncool. Aber ich habe nicht wirklich andere gute Schilder. Das Dämonenschild ist schon eigentlich ganz gut. Es ist echt schwer, hier Dings zusammenzustellen, die entsprechenden das entsprechende Team. Das ist echt nicht einfach. Vor allem sagst du, wem gibst du das, wem gibst du das und das und das. Einmal am Morgen, das kommt erstmal weg. Und die Frage ist, brauchen wir nicht. 15 HP dazu. Heilung brauchen wir eigentlich auch nicht. Also irgendjemand sollte auf jeden Fall die Heldenblut, das Heldenblut kriegen. Das wäre Schwachsinn, das nicht zu benutzen. Da die sowieso alle den Sturm haben. Das
sind die da hinten erstmal immun gegen Status-Effekte. Die Frage ist, was gebe ich ihm jetzt noch? 15 Boost und Magic Attacks. Wir hätten das meiste Mana, der da oben. Hier dann noch ein Heilding. Hier wird das Mana-Teil benutzt. Dann geht er diesen Boost für Magic Attacks. Er wird da am meisten Mana benutzen. Gehe ich mal von aus. Er hat auch immer am wenigsten Damage. Also das ist in Ordnung. Das ist ein gutes Team. So, der Healer ist halt als nächstes. Holy Fist und 525 Tavernenreputation. 7500. Also wenn ich das kaufe, dann kriege ich den auf jeden Fall. Das heißt, das sollte ich mir kaufen beim nächsten Mal. Das kann ich immer noch nicht. Aber ich könnte schon Difficulty 4 spielen. 5000 Gold als Reward ist nicht wenig. Wir fangen... Ich brauche Gold. Deswegen fangen wir bei der 21 an. Wieder mal. Dauert halt ein bisschen, aber mein Gott. Dann ist es so. Ja, der wird schon wieder alle jumpen. Das ist nicht gut. Hör auf damit. So, aufhören alle anzuspringen. Das geht mir auf die Nerven. Der soll attacken, Mann. Na gut, der wird dann irgendwann wieder Mana wiedergeben, wenn er dran ist an der Reihe, der mit dem Mana geben. Und sobald ich dann selber spiele, dann kann ich ja sowieso... Okay. Er wird ewig jumpen. Ambushed. Gib mir jetzt auf die Nüsse. Ich weiß nicht, warum er die ganze Zeit jumpt. Das kann man auch wohl leider nicht ausstellen, diese... 78 gekrittet. Heftiger Scheiße. Aber mal auf jetzt hier. Bing! Ein Flammenschwert. Ich möchte einfach sehen, wie viel Damage er macht. Wenn er krittet. 72 Crit Damage. So gut. Eine Bonus-Trader, wie gesagt, ja, eigentlich sollte ich es nicht machen. 157 Gold, okay. Nehme ich mit. 4200 Gold haben wir schon wieder bekommen. Unten links stand das gerade. 4300 Gold. Da muss ich wieder Mana. Ach, okay, ist nicht dran. Ich glaube, das ist ein gutes Team. 5200, wobei sie sind erstmal bei 40. Das ist ja natürlich noch nicht der starke Trupp vom Gegner. Das kommt ja dann erst, wenn die Gegner Massendamage haben. Aber ihr Effekt. Aber wir müssen am Scheiß jumpen, Mann. Der soll angreifen, ey. Okay, den Fighter mitzunehmen, das hat keinen Sinn. Der ist nutzlos. Sollen also, wir mal einen da oben angreifen? Ich will mal sehen, wie er ausweicht. Jousy Trap! So, einer schläft, alle anderen sind die Runen gegen die Status-Effekte gewesen. Oder wurden halt nicht betroffen. Fountain! Alle Mana voll! Sehr gut. Gold. Jetzt haben wir den kleinen Bossgegner hier. Warum benutzt du nicht deinen Sturm? Hm. 72 Damage von hinten. Achso, das war wieder der Bossgegner, das war nicht mehr Zwischenboss. Das war ja schon wieder der Boss gegen Apprentice Staff. Sehr gut. Gibt auf jeden Fall bestimmt auch wieder extrem viel Gold, wenn wir es verkaufen. Und wieder Mana generieren. Nein, doch nicht. Okay. Noch ist er nicht bei der Grenze angekommen, wo er Mana generieren müsste. Bei dem da oben. Jetzt aber. Ja. 38 Mana. Ja, auch da ist es. Er hat 20 Mana und kriegt 38 wieder. Also es ist einfach extrem viel verschwendet mit dem Autokampf.
Aber so ist es halt. Ich beschwere mich mal nicht. Der Fighter, das war einfach eine Testphase, um gucken, ob der Fighter mit dazukommt. Wir werden auf jeden Fall das nächste Mal wieder er hat halt einen Schaden mehr gehabt. Das dachte ich mir, ach komm. Aber es wird schon Gründe haben, warum es eine neue Klasse gibt und warum man die lieber nehmen sollte. Schließlich können die auch zwei Items tragen, was natürlich auch extrem geil ist. Also drei Items wird es nicht geben, das hat man ja schon gesehen. Dass es dummerweise nur zwei Slots gab. Hauen wir jetzt eure Stürme nicht, ihr Affen. Und warum ist es hier da hinten? Alle tot, sehr gut. Zack, zack, zack. 44 gekrittet, 46 und 39 und dummerweise nicht tot. Ernsthaft vergiftet? Na scheiße. Hab wohl kein Heldenblut gehabt. Knack und ein Apprentice darf noch einmal. Irgendwo müssen wir doch eine Heilung haben. Wollte schon sagen, irgendwo muss es doch eine Heilung geben hier. Es ist schon krass, wenn man den Autokampf durchlaufen lässt, von 1 bis hier hinten, also gut, von 1 wird nicht so viel geben, also von 11 oder von 21. Tod, stirb! Ah, ist das eklig. Ich bin mich gleich tot. Okay. Bestimmt meine. Nicht alle eingeschaffen, sehr gut. Bam! Ist dummerweise immer noch vergiftet. Er wird zweimal geheilt. Eine Heilung bringt es nicht. Naja, war klar. Ihr seid so Lappen, ey. 108 Crit. Oh yeah. Er hat keine AOE Damage. Das ist ein bisschen schade daran. Keine AOE Schaden. Deswegen einfach lieber den anderen mitnehmen hier. Auf damit, Mann, ihr Pisser. Gibt's doch nicht, ey. Oh, wer hat den angegriffen? Hier. 108 Crit. So gut. Jetzt haben wir nur noch vier Leute. Von einer nutzlos ist, weil er nur einen angreifen kann. Ja, das sieht leider nicht so rosig aus dieses Mal. Ich glaube nicht, dass wir den Grunde besiegen können, so. Also hast recht, nicht, wenn die alle nicht sterben wollen. Nice! Das erste Mal, dass er angegriffen wurde, also es hat, steht ihm gar kein Verhältnis, weil er einfach keine Zoe ihn angreift. Müssen wir noch heilen. 72 Crit, 37 Crit. Alter, die critten alles, ist so gut. 343, na okay. Bin ich jetzt nicht so zufrieden mit, ehrlich gesagt. Ungünstig. Er kann nur was mit Dropkick machen, weil zu was anderes ist ja nutzlos. Der Typ kann mehrere, glaube ich, angreifen. Der konnte einen Icy Tomb benutzen. Und was konnte er? Ich merke noch was. Und aber er ist tot. Ich mag gar nichts. Also, gefühlt gar nichts. Ja, das wird leider keine lange Runde. Stimmt, bis 80 sind wir sogar schon gekommen. Auch wenn ich nur mit. Ganz unten der hat Heldenblut, glaube ich. Ne, oder auch nicht. Gut, dann war es gewesen bei dem Gegner hier. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Icy Tomb ist gemein. Tot. Tot. Oh, er hat ein Leben noch. Sehr interessant. Wie hat er das denn überlebt?
versuchen wir noch einen Gegner zu killen. Mal ein bisschen Gold. Ja. Mein Dings, der eigentlich ausweichen soll, der wurde nicht ein einziges Mal wurde er angegriffen, oder zweimal oder so, keine Ahnung, 9.000 Gold, Golem gehen, Ninja Suit, Coral Plate, Assassin Dagger, Ashen Armor. Sehr gut. So, und jetzt immer ganz kurz Auto-Equip, Ask, Never. So, das heißt also, es wird nicht automatisch aufgerüstet, ausgerüstet, die Einheit, die ich anheuere, weil ich das einfach selber machen muss jetzt. 12.300 Gold. Gekauft, gekauft, Reputation. Bam! Wenn ich jetzt theoretisch einmal refreshe, dann kommt mir der Magier entgegen und da ist er. Ach, geil, exzellent für Gruppenheilung und das Entfernen von Statuseffekten. Therapie, 2 Mana-Punkte, Target Heals, All HP, Status Effects. Group Heal, 4 Mana-Punkte, Group Heals, HP. 50% Boost, Alter, also der kann einfach. Einmal kann er einen heilen, komplett. Und einem kann er mal die komplette Gruppe heilen für halt ein bisschen HP. Heftig. Neue Items gibt es hier leider nicht, das ist sehr schade. Wir können mal alles liquidieren, was überall 5-mal ist. Jetzt hat es active. Also so viele Items, so viele Optionen gibt es hier. Genau hier, genau das gleiche, hier die beiden Dinge. So viel Last aktiv. Hier müssen wir 50.000 sammeln. Ne, wo war denn das? Hier. Das müssen wir mal machen. So, nächste Soda wäre 15.000. Ein Dieb. Ja. Lootbier, Questing, Scream Soda, Regal Cola. Sind das die? Ja. Regal, Drink Zero gibt's noch. Fury Extreme, das ist. Und Void Cola. Das sind die beiden hier im VIP. Fury Extreme, 500.000 Gold und Void Cola 5 von diesen Essenzen. Reputation plus 100. Auch nicht schlecht. Den Banker können wir mal theoretisch aufrüsten. Bam. Da ich jetzt gerade erstmal nicht mehr weiterspielen werde, sondern erstmal eine Weile das ruhen lasse. Ich glaube, ich werde 2 Healer mitnehmen, oder? 2 Healer wären schon ganz geil. Na, wobei einer reicht. Ein Healer reicht. Einer ist völlig ausreichend. Gut, meine Freunde, kurze Pause. Wir sind in der nächsten Folge wieder von Soda Dungeon. Ich werde meinen Banker ein bisschen banken lassen. Und, tja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.